Einen wunderschönen Freitag hier aus dem DWZ Newsroom. Bei mir ist Marc Visser. Ja, hallo Jan Philipp. Und du hast du ein volles Portemonnaie dabei? Ja, habe ich. Tatsächlich? Ja, genau. So, ja, ganz altmodisch. Aber Münzen, sind da Münzen drin? Und oh, so ein bisschen Bargeld. Ja, ein paar Münzen. Das soll es bald nicht mehr geben. Und dann hättest du da nur noch elektronische Karten drin. Sagen wir nicht, ich habe auch noch dieses hier. Das ist mein Handy. Auch damit könnte man bezahlen. Das könnte mein Portemonnaie künftig sein. Ne? Warum nimmt man nicht einfach dieses Portemonnaie und steckt es hier ins Handy? Die Idee ist, das Bargeld abzuschaffen. Und zwar, soweit es geht, komplett. Ja, das ist wahrscheinlich jetzt ein Schock für viele Leser. Aber es ist nicht nur eine Idee, sondern es hat schon angefangen. Es hat schon angefangen. Durch elektronische Übermittlung von zum Beispiel, wenn man bezahlt, dass man nicht mehr die Karte reinstecken muss, sondern einfach nur ranhalten muss zum Beispiel. Ja, genau. Also diese neue Technik, die ist schon in ganz vielen Karten drin, die Leute auch schon in ihren Portemonnaies haben. Und es wird vielleicht noch nicht so viel angewendet. Aber der Trend und die Mode geht ja weiter. Und es ist zu erwarten, dass also in einigen Jahren schon, nicht erst in 50 Jahren, sondern wirklich, wir werden es noch erleben, wenn wir nicht zu alt sind, dass es dann gar kein Bargeld mehr angeboten wird. Also ich sehe da auf jeden Fall Probleme, gerade im alltäglichen Handel. Genau, also bei größeren Beträgen ist heute eigentlich kein Problem. Das heißt, schon jetzt werden die meisten Summen, die über 50 oder 100 Euro liegen, schon unbar bezahlt, ne? Mit Karten oder welchem Verfahren auch immer. Ich kenne den kleinen Sachen, jetzt beim Bäcker zum Beispiel, da sagt man sich, ich will doch nicht die Brötchen mit so einem umständlichen Verfahren kaufen. Aber es wird einfach alles einfacher. Das heißt, was heute noch umständlich ist, wird in einigen Jahren, und die Technik ist eben schon erfunden, ganz einfach sein. Ne? Also dass hält ich zum man das Beispiel, Handy nur noch daran? Dass ich zum Beispiel mein Handy oder meine Kontokarte irgendwo hinhalte und dann macht es Klacke und fertig. Marc Visser, schreibt euch etwas für die Samstags-DWZ über... Und nicht nur für Samstag, weil das Thema ja so umfassend ist und ich mit so vielen Leuten gesprochen habe und so viele Aspekte auch darstellen will. Es sind zwei Seiten geworden. Ach guck, und das sieht dann so aus. Ne? Also das ist eine Menge zu lesen am Samstag und am Montag. Marc Visser hat für euch eine große Geschichte in zwei Teilen geschrieben zum Bargeld, das nach und nach in naher Zukunft abgeschafft wird. Und wie findet ihr das? Bargeldlos bezahlen in allen Bereichen des Lebens? Oder wollt ihr lieber, dass das gute alte Bargeld, also die Scheine und die Münzen, weiter in eurem Portemonnaie bleiben? Schreibt es unten in die Kommentare und checkt die Geschichte von Marc in der Samstags- und Montags-DWZ. Vielen Dank erstmal, schönes Wochenende und wenn ihr Lust habt, bezahlt euer Wochenendpilz dann ja vielleicht schon mal mit dem Handy oder mit der Karte, wenn ihr es könnt. Ansonsten legt ihr noch die Euros auf den Tisch. Schönes Wochenende, Dankeschön. Tschüss.